Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich versuche jetzt Stroh abzufahren. Jo. Hier ist zum Versuch. Mal ganz kurz entlassen. Da auch. Fahren wir ein Stück zurück. Anscheinend ist der andere hier um die Kurve nicht rumgekommen. Wollen wir ein bisschen helfen. Ohne was bestellen zu müssen, ne? Der fährt nur zum Hof. So. Nun weiß ich nicht genau. Dann werden wir gleich mal hier einen Kurs einfahren nach rechts. Das heißt, denn wir kommen ja jetzt so links rum. Ne? Das ist ja jetzt kontraproduktiv. Wir wollen ja auf den anderen Pfeil hinkommen. Das muss ich mir manchmal besser hinstellen, vom Fahren her, dass wir da halbwegs ordentlich rumkommen. Der andere wird hier einfach in die Kurve nicht kriegt, haben zu schnell gefahren sein. Vermute ich mal. Das Problem wird hoffentlich nicht weiter auftreten. Aber so ist das halt, man kann immer dann was sehen, wenn das gefahren wird. Ne? Deswegen ist Testen oft so wichtig. So, jetzt wollen wir nach rechts. Das heißt, wir stellen was ein. Den Kurs sehen wir schon mal. Dann drücken wir auf Aufnahme und fahren mal nach rechts rum. Damit er in Zukunft auch nach rechts rumfahren kann. Ne? Auf die Spur. So, jetzt machen wir wieder auf Aufnahme aus, macht Verbindung, jetzt fahren wir zum Feld. Mal schauen wir, was du da jetzt für einen Anschluss gemacht haben damals vor langer Zeit. Das waren ja nur wenige Aufnahmen, bis er technisch sagen muss, das geht nicht. Ne? Also Holger Symbol. Also hier geht's aufs Feld. Das ist soweit richtig. Und wieder runter. Das ist im Grunde korrekt, nur dass es grün ist. Ne? Ist ja an der nächsten Karte, ist ja egal, aber wie man ja die nächste Karte das sowieso anfangen. So. So, das ist jetzt hier eine. Wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Und wir probieren wieder mal am Feld zu fahren. Ne? Sammeln. Also irgendeiner blockiert die Abfahrer. Wir wollen gleich gucken zum globalen Markt. Wenn der jetzt hier fährt, da scheint was nicht zu stimmen, weil die Abfahrer nicht zurückkommen. Er fährt so langsam. Der hackt da so schnell. Und es hat mit 35 km/h ist halt 53 km/h ist halt mehr oder weniger normale Taktgeschwindigkeit so. Wieder von vorne. Kontrolle. Angeschaltet. Okay. Dann werden wir hier einstellen. Müsste eigentlich aufladen, ne? V, B. Jetzt fährt er wieder halb voll. So. Und hier einstellen. Wir müssen ja nicht jeden kleinen Stück mitnehmen, das ist ja nicht notwendig. Aber wenn wir irgendwann hinkriegen, dass wir so gut hinkriegen, wie es jetzt ist. Gute Arbeit weiter. Und wir gehen mal auf mal zum globalen Markt, was da los ist. Ob da was überhaupt was los ist, ne? Da
Dann müssen ja die Fahrzeuge jetzt nicht stehen. Stehen nicht. Gut, dann müssen wir mal wissen. Das ist der LKW. Da läuft auch nicht. Da ist der andere. Ja, die Kurve war zu schnell. So. Mal sehen, ob wir aufrecht gehen oder wir einen starken Bauer nehmen, ne? Komm, komm. Er ruckelt gerade, er ruckelt. Und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Gut. Das war der erste LKW. Oh, die fahren über den Händler. Das ist ungünstig. Da muss ich mal gucken, den Kurs ändern können. Das ist ja nicht ideal, ne? Unser Freund. Und der steht. Warum stehst du hier? Fahre tanken. Und warum? Du bist doch voll. Ich dachte, da damals den Kurs eingefahren. Das ist ja abenteuerlich. Man kann trinken, das ist auch ein Schreck. Oder ist da eigentlich nur eine Tankstelle im Hof? Hof 5 oder so. Das ist ein Wunder, dass es eng ist und überhaupt umkommen, ne? Ein LKW wäre schon zu viel gegangen. Gucken, wo der hinfährt. Naja, ist mal in die richtige Richtung, ne? Bevor der Kaffee richtig kalt wird. Ausdenken. So, fertig. Ja, hier sind noch ein paar Ballen noch. Würde ich ja gerne holen, wenn es anders klappen würde, ne? So, der fährt nun die Richtung. Nochmal durchschalten. Mir zu blöd. Der ist ja leer. Machen selber. Ja, das geht ja nicht hier. Und ist das Feld fertig. Mehr oder weniger. Nur die zwei Fahrzeuge, die kriegen ich auch nicht in den Griff. Geht doch nicht. Ich sag mal so, wenn jetzt hier die Karte noch in Ewigkeiten wäre, ist auch okay, wir müssen jetzt was tun, ne? Oder neu einfahren komplett. Aber wie gesagt, die neue Karte ist in Arbeit. Wann sie kommt, das weiß ich aber nicht. Das ist das ganze Problem. Und wir fahren. Wenn es kommt, dann kommt's. Dann will ich ja komplett neue Kurse einfahren. Das ist mein Ziel.
besser machen im Prinzip, ne? Ja, wenn man es noch wochenlang mal gemacht hat, dann ist es irgendwann auch vergessen, was und wo du was gemacht hast, ne? Und damit der näher zurückfahren auf Feld Nummer 10, dann da unterstützen wir. So, schnell zum Grün. Und da muss auch leer gemacht werden. Und steht dann näher am Ende und wartet beim Grün. Die erste Runde fertig. Mehr oder weniger. Denke ich mal. Dann schalten wir den zu. Gleich. Und macht er auch zu. Und den schalten wir ein. Und dann fahren wir den grünen vom Hof. Den Kurs können wir löschen. Die müssen nur hier Platz schaffen. Setzen ihn runter und dann Rohr einfahren, ne? Dann können wir nämlich Richtung Hof fahren. Oder auf Feld Nummer 10 unterstützen. Wie gesagt, da ist jetzt kein Verband. Dann muss ich halt den Drescher mittendrin irgendwo einsetzen. Als Unterstützung. Was an sich kein Problem ist. So. Mögen die anderen Fahrzeuge irgendwann kommen. Und hier abfahren. Aber eigentlich ist fertig. Die müssen nur auskippen. Wir müssen jetzt auf Feld Nummer 10 Gas geben. Ist ja nicht um die Ecke, ist ja jo, ein bisschen weiter weg. Normalerweise mache ich das immer so, dass ich immer die Felder ein nach dem anderen gehe. Ne? Also gut, wenn du jetzt mehrere Sorten hast. Das ist ungünstig, da ist es stehen geblieben. Aber in dem Fall ist das jetzt egal. Ging ja nicht anders. Ich habe ja was gekauft, nachgekauft und dadurch war das so. Müsste jetzt hier später an die Felder in der Nähe kaufen, ne? Und da auch mehrere um Stück zu haben, ne? Dass wir nicht so weit fahren müssen. So, Feld 10 noch abernten und dann können wir den schon auf 5 einstellen. Und dann das Stroh ganz so schön erstmal so einstellen, dass Stroh abgefahren wird. Wenn es mal klappt. Und dann nachher die letzten Ballen noch einsammeln. Das ist heute Dienstagfolge. Im nächsten Livestream muss ich schauen, was wir da am besten machen. Also da wird ja eher so in Gang kommen, dass wir da noch Stroh fahren. Also ich muss sehen, dass wir da jetzt noch hinkriegen. Also ein paar, naja, vielleicht machen wir mal ein paar Missionen. Mal sehen, fremde Felder arbeiten. Da ist die Hauptstraße. Und den schicken wir jetzt zu Feld Nummer 10. Und zwar aber der wird garantiert beim Händler reinfahren. Und das werde ich mal gleich mal gucken, dass wir das da entsprechend ändern. Ja, also den wollte ich aktivieren. Den Kurs sehen wir da gerade fair. Denn am Händler soll er ja nicht reinfahren. Da ist schon zu sehen. Stoppen wir gleich. Das heißt, noch nicht zu sehen. Stopp bereit machen. Wieso fährt er jetzt im Händler rein? Das ist doch hier so angeschlossen. Wo ist sich verbunden?
Also eigentlich ist er verbunden, ne? Also fahren wir nochmal. Zeichne mal den Kurs von da und mal neu auf. Vielleicht ist ich ihn unterbrochen. Könnte ja sein. Schließt man nicht aus. Ich habe nichts gesehen dergleichen, was unterbrochen wäre. Wenn zum Händler ist ja mit dem großen Fahrzeug ungünstig, ne? So. Aufzeichnen neu, was soll's. Weil jetzt keine Lust hat, neu aufzuzeichnen. So. Auf geht's. Feld Nummer 10. So. So, irgendwo war noch ein LKW. Der ist auch fertig. Und dann schicken wir den auch zu Feld Nummer 10. Ist ja auch Gerste, also. Von daher ist die Ladung, brauchen wir nicht auskippen. Wir machen nur den Drescher leer. Aber der rote kann zum Hof. Der Case. Das ändern wir jetzt ab. Auf Feld 10. Mal sehen, ob er da hinfindet. Müsste ja eigentlich den Kurs jetzt vom Feld nehmen, ne? Also da fahren wir jetzt mal mit, wo er runterfahren will. Das könnte natürlich ein Problem sein, dass die Kurse grün sind, ne? Da. Ich will den gleichen Fehler mal nochmal. Ich meine, so in dem Sinne ist es wurscht, ob das grün oder blau ist, aber ich denke mal, mit blau könnte er in beiden Richtungen fahren, ne? Denke ich mal. Aber so kenne ich mich auch nicht aus, also das ist ein bisschen, ja, ein Buch mit 7 Siegeln. Wenigstens entscheiden, wo er runterfährt, ne? Ja, das sind so uneben. Im Normalfall wäre ja kein Stroh da, wo man jetzt springen müsste, ne? Also. Stroh ist eh weich, ne? Normalerweise. Oder habe ich hier auch noch einen Kurs gemacht, runter zum Feld? Das ist gut möglich, ne? Also zwei gemacht habe. Ist ja nicht das Problem. Problem ist nur, wenn er das entsprechend trotzdem verkehrt fährt, ne? Also runterfahren kann er ja gerne, wenn er die Straße nutzt, ne? Und nicht querfeld einfährt. Wenn er im Wald landet. So, der eine ist fertig, okay. Das ist der Case. Ah, kein Problem. Hätte man einen lassen können gleich. Und der CR10, das ist nach Holland, ist der andere noch nicht zurück. Bestimmt wieder umgefallen. Der Drescher fährt mit 42 km/h. Ja. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ja. Morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.